So, guten Abend. Mein Name ist Wolfgang Lindner. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zum heutigen FX-Select-Webinar Future Handel mit dem Stereo-Trader mit Heiko Behrendt. Heiko, du bist online? Juhu, ist er. Ja, hervorragend. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie noch kurz auf die Risikohinweise aufmerksam machen. Das Webinar dient halt nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Ja. Die Meinung des Referenten muss nicht mit der von FXTrade übereinstimmen. Das war es soweit von meiner Seite und somit übergebe ich das Wort an den Referenten Heiko Behrendt. Ja, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich mops mir mal den Bildschirm. Ja, solltest du So. haben. Jo, habe ich. So. Gut, ja, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ein paar Leute bei der Volatilität hier den Weg zum Webinar gefunden haben. Ja, das freut mich. Wir werden heute so ein bisschen auch Ausbildung machen. Wie gesagt, ich übernehme ja so ein bisschen den Part bei FX Flat jetzt nicht noch weiter über CFDs zu reden, sondern mehr über das Thema Future Trading und welche Vor- und Nachteile es weiterhin gibt. Wir haben ja einiges schon besprochen. Im letzten Webinar ging es halt vor allem um die Themen halt, wie man halt, also wie man handeln sollte, welche Hebel dort möglich sind und so weiter. Da einfach auch nochmal auf der Seite von FX Flat bei YouTube in dem Channel kann man sich ja die Videos dann nochmal anschauen, wie man mit dem Skype-Terminal überhaupt handelt, ja, schnell handelt vor allem. Ja, das waren so die letzten Themen. Ich habe mir heute jetzt gedacht, dass wir uns im heutigen Webinar hier, das wird jetzt gar nicht so lange gehen. Und wenn ihr Fragen zu was habt, am Ende, egal zu welchen Themenbereichen, dann werden wir da auch nochmal 10 Minuten uns Zeit nehmen und die beantworten. Also steigen wir mal ein. Also Thema ist heute so ein bisschen nochmal der Unterschied bei den Spreads und Kosten, Futures versus CFDs. Viele tun sich da ein bisschen schwer und suchen sich da auch die Finger wund. Und da dachte ich bereite das mal ein bisschen für euch auf. Und dann geht es noch dahingehend, dass man für den Future-Handel durchaus im Stereo-Trader gewisse Einstellungen treffen sollte, wenn man zum Beispiel auf dem echten Limit handeln möchte. Ja, das ist, wäre dann auch nochmal so ein Thema, das möchte ich euch nochmal zeigen, wieso, weshalb, warum und euch einfach da ein bisschen schulen, Background halt geben. Wir können auch dann nochmal in den Markt reinschauen und dann gucken wir uns mal an, wie man da auch handeln. Werden wir heute nicht bei der hohen Vola, denn das sollte man auch wissen. Wenn ihr nur im Future handeln wollt, es gibt im Future-Modus, also im Future-Handel, keinen Demo-Modus. Das heißt, ihr könnt das nicht probieren. Da sollte man vorher wirklich sattelfest sein, dass man das nicht im Demo handeln kann. Ja? Und das ist ganz wichtig. Gut, schauen wir uns das mal an. Was ist der Unterschied im Future-Handel versus dem CFD? Also bei den meisten Brokern, wie auch bei FX Flat, ist es so, dass der Handel nur aus dem Spread besteht. Typischerweise die Gebühren sind im CFD null. Es gibt auch Broker, wo Gebühren noch anfallen. Ja, und ansonsten allgemein einen Trade, vor allem auch im Future oder im Aktienbereich, ja, besteht meistens aus dem Spread. Was ist überhaupt der Spread? Der Spread ist die Differenz zwischen Kaufkurs und Verkaufskurs. Ihr seht hier rechts im Bild, seht ihr den FDAX von heute mal. Und ja, was da schon auch auffällt, ist, dass hier wir eine Spanne haben von in dem Bild hier von circa 3 Punkten. Ja, nee, Quatsch, doch 3 Punkte. Ja. So, das, was ich hier blau markiert habe. Ja, der Spread als solches wird immer durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Ja, und hier ist gegenüber dem CFD ist es halt so, dass bei den meisten Brokern, und da macht FX Flat ja wirklich einen richtig guten Job, der Spread ist halt konstant. Klar ist die Volatilität extrem hoch und
Ja, die Ausführungen, wenn der Markt in einer Sekunde halt, was weiß ich jetzt im Dow da 10, 15 Punkte springt, ja, da kriegt man, ist aber der Spread ist zwar gering, aber die Ausführung natürlich, die muss man dann halt auch erstmal treffen. Ja. Das ist da gar nicht so einfach. Also wenn man jetzt auf einem gewissen Level halt handeln möchte. Und ja, das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, dafür handelt man halt im echten Markt. Und jetzt aktuell muss man sagen, bei der hohen Vola sind die Spreads im Future extrem. Das heißt auch ein ordentlicher Handel zwischen ist aktuell gerade nicht möglich, vor allem zwischen der Kasse und dem Future. Da gibt es so gewisse Arbitrageure und dazwischen funktioniert der Handel eigentlich gerade gar nicht. Das heißt, die Einzelaktien im DAX oder auch im Dow bewegen sich teilweise oder zeigen einen anderen Index, als man ihn im Future denn sieht, ja, weil das Orderbuch extrem dünn ist und deswegen sehen wir auch ständig diese Spikes nach oben und nach unten, weil halt im Future so wenig gerade drinne liegt. Ihr seht hier auch die Markttiefe, die der Stereo Trader mit dabei hat und da seht ihr, da liegen da nur zwei, drei, vier Kontrakte auf einem Level. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand hier mal 50 oder 100 Kontrakte Market kauft, dann schnippt der Markt dann halt schnell mal 10, 20, 50 Punkte hin und her. Hinzu kommen beim Future Trading vor allem auch Kosten für die Trade-Ausführung. Das sind meistens zum Beispiel vor allem im USA für gewisse Entgelte, sei es für die Börse ein Entgelt, sei es für die SEC, also die Sicherheit, die für die Sicherheiten verantwortlich ist, dafür fällt eine Gebühr an. Der Broker als solches stellt ja die Plattform und muss auch für die Ausführung am Ende ja auch entlohnt werden. Also bekommt natürlich auch einen Teil ab und in Summe ergeben sich daraus dann die Gesamtgebühren pro Trade, die aber wiederum auch variabel sind, je nachdem, wie viel man halt handelt. Genau. So sieht's aus im Future Trading. Denke ich mal, für viele jetzt nichts Neues. Jetzt habe ich eine Auflistung mal gemacht und wir schauen uns mal an, wie aktuell, also bei typischen Spreads, wie sieht das aus, wenn man die Spreads plus Kosten zusammen addieren würde und stellt die gegenüber den reinen Spreadgebühren, weil ja bei FX-Flat jetzt keine weiteren Gebühren jetzt anfallen und schauen uns das einfach mal an, wie das dann in der Tabelle ausschaut das Ganze. Und zwar habe ich hier einmal den Namen des Basiswertes. Ich habe jetzt ein paar rausgesucht und dann haben wir den CFD-Spread, dann den Future-Spread, der variabel ist. Ich habe jetzt so mal die typischen Spreads jetzt angenommen. Dann noch die Kosten, die im Future anfallen. Das sind sozusagen die Kosten für die Trades von 0 bis 2500 Kontrakte, alles darüber würden die Kosten sich dann noch reduzieren. Also das heißt, was sind denn die Gesamtkosten? Und dann hier hinten sehen wir nochmal die Unterschiede. Ja, damit man entsprechend CFD und Future vergleichen können, müssen wir auf die Tickwerte oder Punktwert gehen. Dazu gibt es auch eine schöne Übersicht auf der Seite von FX Flat, wenn er da hingeht, da findet ihr auch entsprechende Informationen. Also, wenn wir es jetzt mal vergleichen zur ersten Spalte des deutschen liebstes Kind, der DAX, wenn man jetzt den großen DAX nimmt, den FDAX, dann ist ein Punkt 25 Euro plus minus. FX Flat hat hier 0,9 Punkte an Spread, bedeutet mal 25 sind das 22,50 € an Kosten. Der typische Spread oder der geringste Spread im DAX Future sind 0,5 Punkte. Wenn der Markt halt, weiß ich, wie im Januar normal läuft, dann haben wir 0,51 Punkt Spread. Jetzt aktuell diese Woche schon gesehen auch 5 Punkte Spread, teilweise sogar mal kurzfristig sogar 10 Punkte, also 20 Ticks Spread. Vorgestern im Future gesehen. Ja, also da muss man höllisch aufpassen. Warum muss man höllisch aufpassen? Wenn man Market klickt in einem Future, dann würde das bedeuten bei 5 Punkte, ja, das heißt 5 mal 25 sind 125 Euro, die man einfach gleich als Spread halt drauflegt. Also deswegen vielleicht auch das, was viele nicht wissen, die meisten Future Trader versuchen halt immer limitiert zu handeln. Also ich habe früher auch sehr, sehr viel Market gehandelt.
Jetzt ist es aber so, dass ich gerne limitiert, also wenn ich vor allem im Future unterwegs bin, eigentlich vorwiegend limitiert handle. Hat einfach den Vorteil, dass man sich unter Umständen den Spread spart und man bekommt halt manchmal keine Ausführung, aber bevor man 5 Punkte Spread jetzt im DAX oder auch im DAX Mini Future bezahlen würde, ist es eigentlich lukrativer, dann lieber den Trade zu verpassen. Ja. Ansonsten ja, muss man den Spread halt in Kauf nehmen. Klar, bei einer Vola, wo sich der Markt halt in Sekunden 40, 50 Punkte bewegt, kann man vielleicht auch sagen, nehme ich halt 5 Punkte Spread in Kauf, aber ist dann immer, liegt dann halt an jedem Trader selbst, was er da vorhat. Die Kosten hier belaufen sich auf 3,80 € der Roundturn, also die Gesamtkosten. Und damit ergibt sich bei einem Spread von 0,5 Punkte Gesamtkosten von 16,30 €, wenn man wirklich die 5-Punkte-Market fängt, dann hat man gleich mal 128,80 € an Kosten. Da fehlt eine 0 gerade, sehe ich. Die können wir ja mal noch einfügen, wa? Damit das hier alles gleich ist. Also, nehmen wir noch eine 0 rein. So. Und ja, wenn man jetzt die Differenz mal nimmt, also man addiert die Kosten vom CFD zum Future ab, dann bin ich so gesehen, wenn ich die 0,5 Punkte nur Spread habe, sogar besser als im CFD, inklusive der Kosten bei 6,20 €. Klar, wenn ich die 5 Punkte jetzt habe, variabel, ja, dann bin ich auf alle Fälle extrem schlechter. Also das heißt, das Schöne ist ja, bei FX Flat könnt ihr ja entscheiden, möchte ich vielleicht im Future handeln oder möchte ich im CFD handeln, und das kann man ja auch dann je nach Wohler dann sich dort raussuchen. Im DAU ist FX Flat unschlagbar, da seht ihr das, selbst im Future kommt man da nicht hin. Ja, denn ja, FX Flat stellt hier konstant 1 Punkt Spread. Ja, das sind andere Broker wesentlich schlechter und damit ist der Future bei FX Flat einfach zu teuer. Einziger Vorteil wäre, wenn ich halt immer auf ein Limit handle, aber selbst dann ist es auch zu teuer, weil hier die Roundturn-Gebühren jetzt bei 5,80 € liegen, also über 1 Punkt. Also das heißt, den DAU zu handeln macht jetzt im Future gar keinen Sinn. Interessant wird das Ganze, wenn man vielleicht zum Beispiel im S&P handelt. Ja, im S&P gibt es auch noch den Micro S&P. Ja, da ist die Margin halt extrem gering. Mit $40 Intraday kann man denn schon ein S&P Micro Future handeln. Ein S&P heißt pro Punkt $50 plus minus. Jetzt heute, keine Ahnung, wie viele Punkte der S&P geschwankt ist, aber ich denke mal irgendwie 30, 40 Punkte. Das heißt, wir haben dort allein mit einem S&P-Kontrakt mit einer Margin von $500 irgendwo $1.000 oder €1.000 plus minus möglich. Na, also das ist schon eine brutale Volatilität. Also wie gesagt, ich habe jetzt gerade keinen Blick, wie viele Punkte sich heute der Future bewegt hat, ob 10 Punkte, 40 oder whatever. Ja. Also wenn man das jetzt addiert, also wenn es jetzt 50 Punkte sind, mal 50, sind es $2.500, die der Markt sich in der Range jetzt bewegt. Ja. Bei FX Flat beträgt der Spread typischerweise hier 0,4 Punkte, das heißt $20. Wenn man das jetzt hier die Kosten rumrechnet, dann bin ich bei dem Client Spread minimal günstiger. Nachteil natürlich ist immer die Skalierbarkeit. Ja, ich kann halt nur einen Kontrakt halt kaufen. Das ist halt das Gleiche, wie wenn ich 5 normale S&P CFDs kaufe. Ja, und interessant wird es dann, wo der Vorteil sich dann schon bemerkbar macht, und wobei man sagen muss, dass auch da FX Flat halt eine extrem gute, geringe Spreads hat, also gegenüber anderen Brokern. Vor allem, ich habe jetzt mal so exotisch, ja, ein bisschen exotisch sind sie schon, das Öl und das Gold genommen. Hier gibt es auch jeweils noch die Mikro-Futures, also noch mal kleinere. Ich habe jetzt hier die normalen Futures genommen und da sieht man halt schlussendlich, dass die Spreads da halt schon geringer sind, mit im Öl meistens 1 Cent, 2 Cent Spread und auch im Gold 1 bis 2. Und hier sehen wir einfach, dass man da so oder so mit dem Future, wichtig ist aber, wie gesagt, immer unter Beachtung dessen, dass man sich den Future auch leisten kann, sind wir hier in beiden, also je nachdem, ob mit hohen oder mit kleinen oder hohen Spreads, sind wir da immer ein bisschen besser dran.
Ja, jetzt kann man sagen, okay, das ist am Ende der Unterschied ist mir jetzt egal, aber auf paar Trades rechnet sich das. Wie gesagt, ich unterstelle hier einfach bei dieser Art des Handelns logischerweise, dass man sich den Gold-Future und den Öl-Future, egal im großen oder auch im kleinen Kontrakt, einfach leisten kann. Ja, das ist eine Lo das vorausgesetzt. Ja. Und dann ist halt ja immer die Frage, wenn ich ähnliche Positionsgrößen jetzt handle, ja, macht es da halt Sinn, auch vielleicht auch mal zu überlegen, auf dem Future einfach überzugehen. Ja. Um es dann nochmal auch zu verdeutlichen, das ist jetzt nur die Kostengeschichte, ja, die Spread- und Kostengeschichte nach Gebühren. Ja, dadurch, dass FX Flat halt sehr, sehr gute Spreads auch im CFD stellt, sind die, fallen die geringer aus wie bei anderen Brokern. Und das würde bei anderen Brokern wesentlich, da würde der Vergleich noch viel, viel deutlicher zugunsten des Futures ausfallen. Was ein Vorteil halt ist, ich habe es hier nochmal zusammengefasst, also die geringere Intraday-Margin. Wenn ich jetzt im Dow-Future bezahle ich 500 € Intraday-Margin, wenn ich das gleiche jetzt im Dow-CFD erreichen möchte, dann muss ich ca. 6.000 € an Margin hinlegen. Wenn ich den Mikro-Dow-Future handle, dann sind wir hier bei 50 € und wenn wir das gleiche mit 0,5 CFDs halt handeln, dann sind wir da bei 600 € circa. Da kommt immer natürlich drauf an, wo der Dow steht und ich habe hier auch nicht jetzt die Professional Conditions genommen, sondern was 90% aller ja haben, sozusagen den ganz normalen Retail-Status. Ne? Und ja, wie gesagt, das ist noch ein Vorteil, den ich halt habe, dass ich das echte Limit habe, also der Handel dann sozusagen ohne Spread. Ne? Das ist halt, wie gesagt, im Future halt auch möglich. Um das überhaupt hinzubekommen, also Quatsch, bevor wir darauf kommen, noch eine Folie dazwischen. Wenn man das Ganze jetzt nochmal zusammenfasst, hat jedes Instrument seine Vor- und Nachteile. Das Schöne, wie gesagt, bei FX Flat, man kann beides aus einer Plattform heraus handeln, aus dem MetaTrader heraus, ist das natürlich extrem interessant. Ja. Also der Future in ruhigen Zeiten ist er oft günstiger als der CFD, vor allem Märkte wie halt Gold, Öl, ja, da sind wir besser dran. Oder günstiger rein von den Kosten jetzt her. Ja, und Kosten, zumal wenn man viel handelt, so wie jetzt bei mir im kurzfristigen Trading, dann sind Kosten dann schon auch ein wichtiger Faktor. Ja. Sobald es volatiler wird, ist der Nachteil auf alle Fälle im Future zu sehen, ganz klar, weil die Spreads viel zu hoch sind. Also viele Trader, die ich auch kenne und die in solchen Märkten handeln, handeln gerade gar nicht aktiv im Future, weil es nicht möglich ist. Sie werden jetzt aber nicht auf den CFD wechseln, weil das für Sie auch jetzt nicht das passendste Instrument ist. Also das heißt, da handelt man eher weniger. Ja, das ist auch einer der Gründe, wenn das noch mehr, viele Trader machen, die dann halt einfach fehlen in dem System und ihre Orders nicht an den Markt legen, dann haben wir halt einfach das Problem, dass sich der Spread ausweitet. Kleine Anekdote vielleicht dazu, was man halt auch machen kann, das habe ich damals gemacht, um einfach zu sehen, dass ich als kleinster Trader den Markt manipulieren kann. Das heißt, ich habe einfach mal in der Nacht geguckt, da hatten wir im Dow Future zum Beispiel mal auch Spreads gehabt von 5 oder 7 Punkte. Und dann hat der kleine Heiko Behrendt sich immer mal reingestellt ins Orderbuch und hat dann aktiv den Spread verkleinert oder vergrö also verkleinert, also vergrößern kann ich ihn nicht. Aber ich habe den Spread dann halt immer mal verkleinert auf 2 Punkte oder 3 Punkte oder 1 Punkt. Ja, ja, hier und da wurde ich dann halt auch gefüllt. Ist halt ein bisschen doof, wenn danach der Spread wieder auseinandergeht. Ja, da hat man eigentlich einen schlechten Kurs, aber einfach für mich, um zu sehen, ob meine Orders halt da am Markt liegen und was ich auch als Einzeltrader halt damit ausrichten kann, war einfach mal interessant zu sehen. Das heißt, wenn man dann mal so ein 7-Punkte-Spread im Dow Future dann halt als privater Trader einfach mal zusammenlegt. Ja. Genau, also das heißt, man kann sich dann in den Spread halt reinstellen. Bedeutet, wir haben also hier den Spread. Das Orderbuch würde bedeuten, wir haben, wenn wir, sage ich jetzt mal, wir haben, hätten jetzt hier die ganzen Preise, ja, und dann haben wir hier die ganzen Limit-Verkaufsorders drinne stehen, ja, so, und die ganzen Limit-Kauforders und hier dazwischen würde einfach dieser Spread hier stehen von 7 Punkte.
Ja, dann kann ich auch hergehen und sagen, okay, kann ich auch sagen, ich bin jetzt jemand, der sozusagen sein Spread jetzt oder den Spread mal zusammenzieht. Und dann würde ich halt einfach an den Markt gehen mit meinem einen Kontrakt und würde dann hier sagen, ich lege jetzt hier eine Limit-Verkaufsorder hier rein, ja, mit einem Kontrakt zum Beispiel. Und dann wäre der Spread halt hier entsprechend. Wenn es jetzt jemanden gibt, der diesen Kontrakt dann kaufen möchte, ja, wenn es da jemand gibt, der würde dann den Kontrakt hier kaufen, ja, und dann wäre der, wenn es jetzt jemanden gibt, da draußen auf dieser Welt, der würde jetzt hier einen Kontrakt kaufen, ja, plus eins, jetzt passt die eins hier nicht mehr hin, machen wir mal eins plus, so, würde die kaufen, das heißt, ich werde gefüllt, ja, so, und wenn jetzt danach keiner mehr drinne steht, dann geht der Spread wieder auseinander, ja. Und so kann man dann den Spread dann sozusagen auch als privater Trader manipulieren. Genau, also manipulieren. Was heißt das einfach beeinflussen? Ne? Also nicht nur die Großen können, das können auch die Kleinen bei dieser Vola gerade. Ne? Wie gesagt, wenn man halt sich vor so jemanden stellt, kann es auch immer mal ganz gut sein, dass man halt auch mal eine richtig gute Ausführung bekommt. Und wie gesagt, man hat halt die Chance auch ohne das Limit zu handeln. Das ist durchaus im Future-Handel rein kostentechnisch nicht zu verachten. Wenn ich jetzt überlege, wenn wir hier nochmal kurz zurückgehen, wir würden halt hier diese Gebühren, diese Kosten, die hier entstehen für den Spread, wenn wir die jetzt da abziehen, ja, dann seht ihr, dann wäre der Vorteil ganz deutlich auf der Seite. Das heißt, wenn wir hier diesen Spread, also diese Limits, die wir jetzt hier handeln können, ausklammern, ja, dann wäre der Unterschied wesentlich größer noch, ne? Dann sind das hier allein gleich mal 18 Euro, 19 Euro, die man dann besser fährt. Ne? Nachteil natürlich von einem Limit ist, dass man halt vielleicht auch nicht gefüllt wird. Ne? Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, im CFD, ja, der CFD bei FXFET muss man ganz klar sagen, durch die extrem guten Spreads, ja, mit 0,9 Punkten im DAX und 1 Punkt im DAO, ja, trotz hoher Vola, ist der Vorteil auf alle Fälle auch im CFD hier zu sehen, klar, und das ist auch ein Thema, keine Gebühren. Das heißt, das, was ich auf dem Konto habe oder plus minus mache, das habe ich auch an dem Fall verdient. Wenn ich jetzt im Future-Handel, muss ich halt immer am Ende nochmal die Future-Kosten halt, die Gebühren abziehen. Der Stereo-Trader rechnet das zwar auch mit raus, aber das ist halt auch was, was viele durchaus lähmt, ja, dass sie sagen, ach Mensch, die Gebühren, ich will sie halt im Spread versteckt haben, ich will sie gar nicht sehen und zahle von mir aus auch einen höheren Spread, ja, und dann trotzdem will ich die Gebühren nicht haben. Ja. Genau, was man halt überlegen muss oder was halt durchaus passieren kann, dass man halt eine Orderablehnung eventuell bekommt bei extrem schnellen Märkten. Also bei so Crash-Szenarien kann es halt durchaus sein, dass man halt auch wesentlich schlechter halt ausgeführt wird, wenn man halt im Limit handelt, im Future bekommt man halt genau den Kurs, ja, den man halt haben möchte. Klar, beim Stop kann es auch einpassieren, dass man halt ordentlich Slippage bekommt. Gut, als nächstes, wenn es dazu Fragen gibt, dann einfach reinstellen. Ansonsten, aber es sieht jetzt ja ganz gut aus, dass hier keine Fragen gekommen sind. Ach doch, nee, hier ist nur guten Abend, okay. Da keine Fragen gekommen sind, gehen wir einfach mal rüber in die nächste Folie hinein. Was muss ich denn einstellen im Stereo Trader bei FX Flat oder auch bei jeder anderen Plattform, falls hier jemand dabei ist, der jetzt nicht bei FX Flat ist, aber auch den Stereo Trader nutzt? Wobei, klar, ist ja eigentlich wurscht, weil in Deutschland ist ja FX Flat der einzige Broker, der überhaupt im MetaTrader das Future Trading ermöglicht. Ne? Schauen wir uns mal an, also auf dem Stereo Trader. Um wirklich mit dem echten Limit zu handeln, muss man die MIT, also die MID-Funktion, ausschalten. Was ist überhaupt die MID-Funktion? Die MID-Funktion ist die Market If Touch. Bedeutet, wenn die Order ausgeführt, wenn der Markt diese Order triggert, dann übernimmt der Stereo Trader das Management. Ja. Das heißt, wenn wir, ihr kennt das ja im CFD, ihr habt eine Limit Pullback Order jetzt da drinnen, ja, der Kurs wird erreicht, dann wird da draußen eine Stop Order kreiert, ja, und wenn der Markt dann halt weiter in eine Richtung steigt oder fällt, dann zieht es diesen Trade halt mit. Und da ist es dann so, dass wir an der Stelle ja nicht mehr auf den echten Limit handeln können, weil wenn wir das nochmal vergleichen, also ich zeichne es hier vielleicht nochmal kurz ein. Ja, wir wollen ja auf den echten Limit handeln. Das heißt, ich zeichne jetzt hier meine Limit Buy Order rein. So, das ist meine Limit Buy Order, die habe ich jetzt drinne. Jetzt kommt der Kurs hier runtergefallen. Jetzt kommt der Kurs hier hin. So. So.
Und jetzt geht er genau bis hierhin. Ich werde gefilmt und dann im besten Fall steigt er. Ne? Das ist das Idealszenario. Ja. Ob das jetzt zutrifft oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Wenn ich jetzt mit der LPO-Order arbeite, mit der LPO, ja, so LPO, wäre es ja so, ich mache das einfach mal rot, damit man es unterscheiden kann. Gleicher Verlauf, der Cross kommt wieder hier runter. Er triggert, das heißt, er triggert sozusagen die Limit-Order. Und dann, wenn ich jetzt hier LPO 3 eingestellt habe, drei Punkte, was passiert? In der Sekunde, wenn das getriggert wird, dann springt er hier genau um diese drei Punkte. Ich mache es einfach mal ein bisschen größer. Das sind jetzt hier drei Punkte. Ja, springt er die Order nach oben. Das heißt, aus der LPO-Order, aus der Limit Buy LPO, ja, wird ja eine Stop Buy, eine, ich schreibe jetzt mal ST. Ja. Eine Stop-Buy, Mama, STB-Order, so, eine Stop-Buy-Order. Und wenn jetzt der Markt direkt wieder hochgeht, dann bin ich drei Punkte schlechter drinne. Fällt der Markt jetzt hier ganz weit runter, dann würde, um das hier mal zu skizzieren, also dann würde diese Order hier, diese Stop-Order ja im Abstand von drei Punkten mitgezogen werden. Und wenn jetzt der Kurs wieder hochläuft, dann werde ich hier unten getriggert und habe einen besseren Entry, das ist ja sozusagen der Unterschied. Ja, aber wenn ich halt im Limit halt arbeite, dann möchte ich eigentlich im Future Trading genau das haben. Ich möchte genau zu dem Kurs rein, den ich haben möchte und stelle mich dann halt im Limit rein und möchte halt auch nichts anderes haben. Ich will genau den Kurs haben. So. Und dann, wenn man das so haben möchte, dass man halt dass den Spread sich spart, ja, dann muss man das diese Mit-Funktion, diese Market Touch Order ausstellen. Wo stellt man sie aus? Im Panel bei Neue Order stellt man sie aus. Das heißt, immer wenn ihr dann den Stair Trader anmacht, dann geht auf Neue Order und dann immer gucken, dass da dieses MIT, also diese Mit-Funktion, ausgeschaltet ist. Ansonsten habt ihr immer die Limit Pullback an. Das heißt, der Kurs wird getriggert und zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt. Und der nächstmögliche Kurs ist dann der Kaufkurs. Das heißt, dann bezahlt ihr auch immer den Spread. Ja, das heißt, der Markt toucht das an, das Level, was ihr eingestellt habt. Und dann wird zum nächsten Kurs Market gekauft. Ne? Wenn ihr jetzt eine Limit Buy Order einstellt und ihr habt die Mit-Funktion an, dann toucht der Markt diese Order und dann kauft er. So, wenn das jetzt bei der hohen Vola im DAO. Ja, ich hatte die am Anfang hier nicht ausgestellt und auf einmal habe ich fünf Punkte schlechter gekauft. Da haben wir gedacht, was ist denn hier los? Ja, und dann musste ich auch erstmal reinkommen, ja, und fünf Punkte schlechter, ja, bei der hohen Vola ist dann natürlich auch schon einiges. Woran ihr das auch seht, dass dann diese Mit-Funktion ausgeschaltet ist, ganz klar, ihr habt dann diese Limit-Pullback-Funktion dann nicht mehr. Ja, die ist dann halt an dem Falle weg. Das heißt, ihr könnt ja immer entscheiden, aktiv. Ja, wichtig ist aktiv dann zu überlegen, mitzudenken, möchte ich jetzt genau auf den Limit raus oder nicht? Und da das Future Trading ja trotz alledem ja auch keine Fehler verzeiht, ist zu überlegen, ob man nicht sogar auch ins Setup reingeht und dort die Mitfunktion ausschaltet für nämlich Take Profit, TP und Stop Loss. Warum? Wenn ihr diese Orders, also auch da ist es so, der Stay-Out-Trader, der managt, wenn ihr jetzt ja bei einem Stop-Loss was eingestellt habt, also ein Tick-Average, Stop-Loss oder was auch immer, dann ist es ja so, der Stay-Out-Trader managt das für euch in der Plattform. Und erst wenn die Order getriggert wird, dann schickt er diese Order an, sozusagen an den Broker und der führt das zum nächstmöglichen Kurs ja dann aus. Ja, und im Normalfall geht das auch alles reibungslos und sehr, sehr schnell. Ja, aber somit ist es halt nicht so, dass jetzt bei dem Tick Average, wo jede Sekunde ein neuer Stop geht, dann wird er nicht ständig zum Broker geschickt, ja, was ja auch unsinnig ist, ja. Also von daher ist es dann durchaus da zu überlegen, dass man das halt anlässt, aber im Future-Modus, wenn jetzt vielleicht die Plattform abraucht, also wenn ja auch, das betrifft euch auch im CFD-Handel. Wenn ihr jetzt auch im CFD handelt und der Stair Trader raucht ab oder eure Rechner raucht ab oder ihr habt hier einen Stromausfall, dann kann der Stair Trader ja nicht mehr auf das Konto zugreifen und damit gibt es auch diesen Stop-Loss nicht. Ja? Also in so einen hochvolatilen Zeiten, wo wir teilweise immer so kurz vorm Kollaps stehen, würde ich, glaube ich, eher die Orders dann doch an den Broker schicken, also diese Mitfunktion ausschalten.
Und dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Order halt vor Ort liegt. Das heißt, euer Broker, also Quatsch, euer Rechner kann ausfallen und es würde halt nichts, also die Order würde trotzdem dann ausgeführt werden. Ja, das ist nochmal so ein kleiner Sicherheitsaspekt, den ich hier einfach nochmal gerne euch mitteilen möchte. Das heißt, wenn ihr im Stereotrader Setup-Modus seid, dann könnt ihr dort diese Mitfunktion ausschalten für den SL und den TP. Ja. Wenn ihr den Stereotrader ausmacht, wieder anmacht, bei mir ist es so, wenn es jetzt nicht als, also bei mir ist es so gewesen, jetzt vorhin habe ich mal geguckt, da ist die Mitfunktion immer wieder an, ja, weil im Standard, ich weiß jetzt nicht, ob man sie standardmäßig dauerhaft deaktivieren kann, also möchte ich ja auch nicht, aber wie gesagt, wenn ich auf dem echten Limit handeln möchte, dann kann man das durchaus probieren. Ich habe vorhin versucht, genau mal sowas hinzukriegen, dass man vor allem bei der hohen Vola, dass man dort mal versucht, diesen das Limit ganz genau zu treffen, was aber bei der hohen Vola extrem halt schwer ist. Und hier wollte ich eigentlich mal zeigen, wie man das vielleicht oder was der Vorteil ist. Leider ist ich in dem Video, was ich gemacht habe, ist es leider bei keinem Trade so gelaufen. Ja, ich habe vorhin so ein bisschen gehandelt. Ist es leider bei keinem Trade so gelaufen, wie ich das gerne wollte. Und vor dem Video, ja, da habe ich zweimal genau das Tief getroffen. Ich habe da im Mikro S&P Future gehandelt und da war es halt so, ich habe das Limit getroffen und war danach gleich 10, $11 im Gewinn. Ja, das war natürlich cool. Aber leider habe ich dann gedacht, okay, kannst du ja mal für heute Abend aufnehmen. Danach habe ich noch ein paar Trades gemacht. Aber da lief es dann halt leider nicht so. Ja, da ging es halt immer durch. Da habe ich halt das nicht getroffen. Aber das war, wollte ich euch so als Vorführeffekt zeigen. Leider ja, hat es halt nicht geklappt, sozusagen. Ihr habt zwar Gewinn gemacht, aber nichtsdestotrotz hat das halt sozusagen nicht funktioniert. Also das wäre dann halt nochmal das Thema, dass er das halt dann vielleicht dort einschaltet. Wir gehen mal ganz kurz hier in den Stereotrader rein. Ja, genau, so sah es da heute aus. Also er ja, ist nicht mehr so viel übrig geblieben von 144 Euro. Ist ein bisschen was flöten gegangen. Ach so, ich habe gerade noch eine Frage gesehen. Heiko, kannst du die Kosten für die Mikro gegenüber dem CFD vergleichen? Also, das können wir gerne mal machen. Wenn das interessant wäre, dann müsste man hier nochmal zurückgehen. Dann muss ich jetzt, also Mikro habe ich jetzt ja, das muss ich halt gucken, jetzt aus der Hand raus. Also im Mikro S&P Future, da haben wir 2 Euro Roundturn. Da muss ich jetzt selber mal rechnen. Also es ist auf alle Fälle teurer. Es ist auf alle Fälle teurer, sage ich jetzt mal, denn wir bräuchten da 2 Punkte. Ne? 2 Punkte, um halt nach Kosten zu sein. Bei der Vola ist es für mich eigentlich okay. Aber ich sehe es eigentlich unter dem Aspekt dann eher, dass ich mit einer viel geringeren Margin halt handeln kann. Ich will auf alle Fälle bei der Vola, muss man natürlich auch klar sagen, der Hebel sollte gut gewählt sein. Ja. Ja, und da ist es halt wirklich so, bei der Vola kann natürlich ein Hebel von 40, 50, 100, ja, wenn man nicht weiß, was man tut, auch tödlich für das Account sein, ganz klar. Aber ich brauche jetzt, wie gesagt, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt im Dow Future, ja, ich habe, keine Ahnung, 5000 Euro auf dem Konto, ja, und dann kann ich halt im Dow Micro Future, ja, kann ich dann hier entsprechend, ja, mit 500 Euro Margin, könnte ich sogar 10, also 10 mal den Micro Dow Future kaufen. Ja, und jetzt von den Kosten halt her, da müsste ich jetzt selber auf die Seite gehen. Wie gesagt, bei FX Flat findet ihr diese Kontaktspezifikation. FX Flat Kondition. So. Das heißt, also 0,5 CFDs wären sozusagen ein Mikro und hier müsste man bei den Konditionen hier unten Mini-Lots.
Ich dachte, es war jetzt hier auf die Schnelle und finde ich es nicht. Produkte und Futures. Ja, Sonst Produkte. findest Ach du so, muss ich nochmal auf. Ja, okay. Produkte. Oben links Produkt, oben links Produkte. Genau, Futures. Und jetzt Nee, Future das. Key. Nee, da mein. Nee, hast du. Nee, ich meine oben. Da oben die Zeile, wo Produkte, Handelsplattform, Konto und Ja, genau, Training habe steht. ich Da klicken ja. wir auf Produkt. Ja, genau, super. Und jetzt ein bisschen tiefer scrollen, dann findest du das Ah, ja, Richtige. genau. So. So, genau, 1 Euro. Ja, kann man jetzt ein, so jetzt hol mal hier einen Taschenrechner. Also also 2 Euro, genau, 2 Euro auch der Roundturn. Plus, ich sag jetzt mal, wir gucken mal hier rein, was der Spread hier vielleicht im Mikro-DAO-Future ist. Aber der ist halt auch typischerweise, wie gesagt, also ich glaube, Mikro würde ich dann nicht mehr den DAO handeln. Also ich handle da dann gerne den S&P 500, weil der Spread hier 0,25 Punkte ist. Ja. Jetzt mal 0,5, aber meistens halt 0,25. Genau. Also, jetzt ziehen wir uns mal hier den Mikro-Future rein. Ach Quatsch. Achso, der ist ja an. Quark, der ist ja an. So, der ist ja an. Warte, ich habe es. So, der Mikro. Mikro, DAO Future. Zack. Ziehen wir uns hier mal rein. Was haben wir da jetzt als? Ja, seht das hier? Also da muss man auf alle Fälle limitiert handeln. Also 3 Punkte, 4 Punkte, 5 Punkte. Deswegen würde ich da dem Mikro. Also klar, bei der Wohler, ich meine, was sind das hier? Das sind hier 143 Punkte. Da kann man halt auch sagen, ob 3 oder 5 Punkte Spread ist mir halt wurscht. Ja, aber hier ist es halt schon wichtig, dass man dann am Ende, wenn ihr die Steuerungstaste drückt und ihr drückt hier in die Chartskalierung rein, dann kommt ihr dann hier immer auch in den Modus rein. Und da könnte man sich jetzt hier dazwischen reinstellen. Klar, das jetzt zu treffen, das ist natürlich dann schon hohe Kunst, ja, sage ich jetzt mal. Aber das wäre dann das, wenn man sich da halt reinstellt. Also bei der Vola ist es jetzt nicht möglich, aber da könnte man dann limitiert dann halt so handeln, ja, wenn man sich dann halt limitiert dann hier so reinstellt. Genau. Aber wie gesagt, auch hier wichtig, ne, diese Mitfunktion dann ausschalten, wenn man das halt dann haben möchte. Das, wie gesagt, ist halt hier immer an. Ne, das muss man dann halt ausstellen. Ansonsten aktiviert man halt immer die Limit Pullback Order. Genau. Also von den Kosten her bedeutet das ja, ein Punkt im Mikro sind 0, also ein, ne, hier, jetzt mal gucken, hier steht es, wer jetzt die Skalierung nicht kann. Und die haben wir eigentlich auch hier. Die habe ich vorhin, also vorhin habe ich es gehabt. Warte mal. Future Key Facts. Marktdaten, ja. Schade. Wenn man es manchmal sucht, ne? Kondition. Ist hier zwar Marktdaten. Also, es sind 0,5 Euro, müssen es sein. 0,5 Euro. Pro Punkt sind das ein Zehntel, also 0,5. Das heißt, ich brauche 4 Punkte. Jetzt rechnen wir es mal ganz fix. Also für den DAO Micro Future, ja, ist es dann schon teuer. Also wir machen jetzt mal DAO Micro. DAO, ich schreibe jetzt mal DM für DAO Micro, damit ich hier nicht so viel schreiben muss. Das heißt, bei einem Kontrakt, ja, ist es so, ich habe 2 Euro Ordergebühren. Ja, das sind dann gleich 4 Punkte. Ja, das sind schon mal 4 Punkte plus der Spread. Ja, 4 Punkte plus der Spread. Aktuell auch 4 Punkte. Das heißt, also das Ding muss halt 10 Punkte laufen, damit ich halt da irgendwie einen Schnitt mache. Ja, für den S&P, also den ES Mikro, MES, ja, da ist es so, ein Punkt sind gleich 0, nicht 50 Dollar, sondern 5. Ja,
So. Und da habe ich auch 2 Euro Ordergebühren. Bedeutet, also das Ding muss halt 0,5 Punkte steigen, damit ich halt hier raus bin. Ja. Ja. Und der Vorteil, die Margin ist halt hier beim MES aktuell 40 Euro für einen Kontrakt. Ja. Ja. Und trotzdem kann man dann halt da, wie gesagt, halt mit mehreren Kontrakten halt arbeiten, wenn das Konto halt klein ist. Aber wie gesagt, immer wissen, was man tut, Hebel vorausgesetzt. Ja. Also kostentechnisch teurer, bei der Vola zum Teil vernachlässigbar. Ja, also wenn man zum Beispiel, ich habe jetzt auf dem Konto nur 2.500 Euro drauf, ja, wo ich sage, das ist, ich brauche jetzt nicht mehr. Ja, ich könnte theoretisch jetzt hier 2 CFDs im DAU handeln. Das heißt, bei 2 CFDs, das sind halt 2 Euro pro Punkt. Ja. Und ich könnte aber jetzt auch hergehen und sagen, ich handle, ich sage jetzt mal das Maximum 2.500 durch 50, ja. Oder wenn man jetzt den Dings nimmt, den großen DAU, ja, das wären dann halt 2.500, wären halt 5 DAU-Kontrakte. Das heißt, das wären $25 pro Punkt, also 5 mal 25. Also das würde ich natürlich jetzt hier nicht handeln wollen, aber ich könnte jetzt auch im Mikro-DAU-Future sagen, okay, ich könnte theoretisch ja halt entsprechend 25 DAU-Mikro-Future halt handeln, wenn ich das wollte. Ja. Oder sogar 50. 50 sogar. Ja. Und deswegen, das könnte ich jetzt mit dem CFD halt nicht abbilden. Ja. Da wäre ich wär Schmerzgrenze. Aber als Retail-Trader, das wäre ganz wichtig zu wissen. Genau. Und damit man halt mal sieht, warum dieses Handeln sinnvoll ist, also warum dieses limitierte Handeln dann sinnig ist, dazu nochmal wollte ich jetzt euch mal zeigen, wenn wir jetzt hier nochmal, gehen wir mal auf den S&P Future und jetzt seht ihr hier mal den sozusagen den Mikrochart. So. Und wenn man jetzt halt hierher gehen würde, keine Ahnung, man möchte jetzt auch wohl limitiert handeln, dann könnte man jetzt hierher gehen und sich dann sozusagen hier entsprechend dann reinstellen und da dann auch handeln. Und ihr seht jetzt, dass vielleicht, klar, jetzt bei so einer gerichteten Bewegung dann nicht, aber es gibt durchaus ja Phasen, wo jetzt der Markt ja einfach innerhalb der Minute, ja, dreimal, also als Beispiel, wenn wir jetzt eine Phase halt hätten, wo der Markt halt hier in einer Minute so hin und her geht, ja, und ich platziere dann hier einen Limit, dann kriege ich vielleicht einen Fill. Und bin besser dran, weil wenn man klickt, ist man ja meistens zu langsam. Also man bekommt bei diesem Mikro-Trade, also bei diesen Mikroschwankungen, ist man einfach viel zu langsam. Das heißt, es ist extrem schwer, mit einer Market Order diesen Kurs zu bekommen. Mit einer Market Order bekomme ich dann meistens immer die höheren Kurse. Also wenn man das ganz genau mal auswerten würde, ja. Und das macht dann halt den Vorteil, wenn man sozusagen limitiert halt handelt, ja. Also jetzt so wie hier, ja. Also wenn es jetzt so wie hier jetzt läuft über 2, 3 Minuten und man sagt jetzt, also klar ist von seiner Analyse muss man sagen, okay, das ist jetzt für mich eine Unterstützung an dem Bereich und dann könnte man jetzt sagen, okay, dann lege ich halt hier ein Limit rein. Und wenn ihr jetzt seht, ja, wenn man jetzt hier das Limit hat reingelegt, ja, dann wird man auf alle Fälle zu diesem Preis dann halt definitiv auch bedient, ja, weil der Markt ja hier diesen Preisbereich ja mehrfach hier angehandelt hat, ja, also das heißt immer, wenn er von oben kommt, ne, kriege ich ja immer mein Limit gefüllt, ja, hier gefüllt, da, ja, also ich bekomme es auf alle Fälle gefüllt und ich habe, weiß, dass ich halt dann die, zum Beispiel die 2.744,50 als Fill bekomme. Ja, und wenn ich das jetzt versuche, aber Market zu klicken, wird es halt schon schwer. Ja, kann man, wenn man das möchte, ja mal ausprobieren. Und man bekommt eigentlich dann immer, also Market bekommt man halt immer ja den aktuellen Kurs. Und wenn man da halt in der bei diesen Millisekunden auf alle Fälle oder bei dieser Schwankung hier ja, zu langsam ist, ja, dann kann es sein, wir sehen zum Beispiel den Kurs gerade hier. Ich klicke und Market und dann bekomme ich den Filter oben und dann sind es halt mal 2 Punkte teurer gekauft. Ja.
Also das ist der Unterschied dann halt. Ne? Aber trotz alledem, klar, es muss zur Analyse passen, wo will ich überhaupt rein. Es ist auch ein Umdenken im Handeln, überhaupt ein Limit reinzulegen und sich bedienen zu lassen. Da kriegen auch viele Schmerzen. Viele wollen gerne die Bewegung sehen und dann halt rein. Ja, der Dirk Hilger ja zum Beispiel, der arbeitet ja sehr viel mit Limits. Ja, und da wäre das halt dann schon vorteilhafter, das Ganze. Gut, ja. Dann wäre ich eigentlich, wenn noch Fragen sind, gerne noch her damit. Ja, also ich hoffe, die Frage nochmal beantwortet zu haben. Rein kostentechnisch sind die Mikros halt teurer. Bei der Wohler ist es okay, muss man aber dennoch aufpassen. Vor allem, wenn es dann die Volatilität geringer wird und es auf jeden Punkt dann wieder ankommen sollte, wie es vielleicht im Januar war. Ja, da muss man dann auch überlegen, ob ich das halt handle. Wie gesagt, der Hauptvorteil hier liegt halt einfach auch noch in der geringeren Margin, ja, dass ich einfach noch nach oben mehr kann. Also ich kann jetzt sozusagen eigentlich durch das Future Trading diese Beschränkung als Retail Trader auf einen Hebel von 1 zu 30 halt umgehen. Ja. Gut, dann natürlich das Schöne auch noch, dass man den Dom halt mit anhabt, aber das habt ihr ja auch im CFD, könnt ihr euch das ja auch übertragen. Ne? Das ist ja bekannt. So, also jetzt weiß ich gar nicht, warum hier der Dom nicht an ist. Normalerweise ist er an. Also funktioniert er auch. Will gerade hier nicht. Oh. Vorführeffekt. Also vorhin war er auf alle Fälle an. Ist Ja. denn im Setup, Ja, jetzt habe ich fast gekauft aus Versehen. Ja. Ja, ist ich denn die wollte gerade. Volumenquelle im Setup eingegeben? Genau, ich wollte jetzt mal gerade. Nee, hier steht der F-DAX drin, wo ich den Nee, nicht, wahrscheinlich ne? reingezogen habe. So, da machen wir jetzt den mal rein. Genau. Also das, wenn das halt nicht funktioniert, dann immer mal gucken, dass ihr hier dann auch den drin habt. So, jetzt müsste er gleich laden. Ah, warte. Ah, ich habe nicht auf Anwenden, glaube ich, doch. Ein, aus, da, anwenden. Statistik sichern. Warum was will er nicht? Normalerweise geht's. Deaktivier mal Dom und dann aktivier das wieder. Also wie gesagt, normalerweise dauert es Ja, manchmal. jetzt habe ich dir das an. So, da ist das, das, das verschwindet. Warum auch immer verschwindet jetzt. Ändere mal den Zeit, die Periode. Ja, das hat er. Ja, will Macht gerade. auch nicht. Naja, also wie gesagt, im Normalfall, ihr kennt es ja, funktioniert es ja. Also hier bei den anderen ist es ja drinne. Da ist es jetzt. Ja, das ist jetzt zwar ein anderer Wert, aber irgendwas hängt gerade. Also. Aber das liegt bei mir oft, sehr oft, auch hängt das bei mir zusammen mit, na. Mit Webinar-Software. Ich kann es nicht erklären, warum, aber ich mache ja viele Webinare und ja, da passieren manchmal die seltsamsten Dinge. Ja, genau. Aber ich weiß auch nicht, woran es liegt jetzt gerade. Gut. Gut, dann wären wir, also ich wäre soweit durch. Hoffe, dass er trotz alledem, der Wohler, also erstmal vielen Dank, dass er trotz der Wohler reingeschaut habt. Ja, und bedanke mich erstmal auch dafür die Aufmerksamkeit. Und Fragen sind keine, da hoffe ich doch, dass ich alles ganz gut erklärt habe. Jetzt wollte ich hier gerade noch mein Schlussbild anmachen. Und im nächsten Webinar, was wir hier mit FX Flat halt haben, da geht's dann, da hoffe ich mal, dass der Markt dann ein bisschen stabiler läuft. Und da wäre dann nochmal, dass wir auch ins Live-Trading gehen. Deswegen ist das Webinar dann auch 15 Uhr. Da geht es so ein bisschen, werden wir machen, um die Trading-Vorbereitung. Vor allem 15 Uhr bis 15:30 Uhr dann loslegen. Und zwar findet das dann nach Ostern statt. Am 15.04. ist das nächste Webinar mit mir. Und da werden wir schauen, mal sehen, dass ich da vielleicht mal ein bisschen live handle, wenn es die Volatilität zulässt. Ja. Genau, dann vielen Dank nochmal an FX Flat für das Webinar und natürlich an alle Zuhörer, Zuschauer. Und wenn ihr da noch Fragen habt, wie gesagt, ich bin ja überall auch online an bekannter Stelle bei Dirk im Forum. Da bin ich auch zugegen. Ansonsten bei Facebook, YouTube, wie auch immer. Ja, Video ist aufgezeichnet und dann auch demnächst verfügbar. Und ich gebe nochmal zurück
zum Wolfgang zu FX Flat und bedanke mich für euer Interesse. Ja, Heiko, auch dir vielen Dank für deine Ausführungen zum Thema Future Handel mit dem Stereo Trader. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern für ihr Interesse und wünsche allen noch eine erfolgreiche Handelswoche und einen angenehmen Abend.